Vielen lieben Dank. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Schön, dass ich heute hier sein kann und schön, dass so viele von euch dem Aufruf des Pflegebündnisses gefolgt sind zu dieser Demonstration. Ich muss ein bisschen so rumlabern, weil ich meine Brille noch so beschlagen ist, dass ich mein Manuskript gar nicht lesen kann. Laut dem Landesbericht Gesundheitsberufe waren in NRW im Jahr 2019 24.000 Stellen für Pflegekräfte unbesetzt. Und aus eurem Arbeitsalltag wisst ihr nur zu genau, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, weil eben viele Einrichtungen, vor allem Krankenhäuser, bereits schon so viele Stellen abgebaut haben, dass die gar nicht erst mehr ausgeschrieben werden. Und 2019, da hatten wir noch keine Pandemie, die euch jetzt seit fast zwei Jahren das Äußerste abverlangt. Aber schon damals habe ich junge Pflegekräfte getroffen, die mir gesagt haben, dass sie ihre Arbeitszeit verringern müssen, weil sie es sonst absehbar nicht aushalten können und in ihrem Job kaputt gemacht würden. Ich traf Auszubildende, die mir erzählten, dass sie sich völlig überfordert fühlten und alleingelassen, weil ihre Anleitung vor lauter Alltagsstress gar nicht mehr die Zeit hatte, sich um sie vernünftig zu kümmern. Und dass die Hälfte der Klasse oder mehr geplant haben, die Ausbildung abzubrechen oder nach der Ausbildung auf jeden Fall den Beruf wechseln wollte. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das sind doch die Themen, auf die die Politik endlich brauchbare Antworten finden muss. Ihr wisst das, wer professionell pflegt, hat sich diesen Beruf meistens ausgesucht, um anderen Menschen zu helfen, um Leiden zu lindern oder ihnen zu helfen, dass sie im Alter würdevoll leben können oder bei dauerhaftem Pflegebedarf unterstützt sind. Und Pflegekräfte sind gut ausgebildet und sie sind hoch motiviert, zumindest bis sie die Realität erleben. Die schlechte Personalausstattung der Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die führt doch ständig zu Anforderungen, immer noch mehr und immer noch schneller arbeiten zu müssen. Und schon vor 5 Jahren hatte sich bei den Pflegenden in den Krankenhäusern in Deutschland 36 Millionen Überstunden angesammelt. 9,2 Millionen waren es in der Altenpflege und davon etwa jede dritte unbezahlt. Das ist doch ein Skandal. Und liebe Freundinnen und Freunde, das wisst ihr auch, die Freizeit und die Erholung werden nahezu unplanbar, weil immer wieder versucht wird, Leute aus dem Frei zu holen, weil wieder jemand ausgefallen ist. Das sind unhaltbare Zustände und die gefährden sowohl die Gesundheit der Pflegenden als auch der Menschen, um die ihr euch kümmert. Und wen wundert es da noch, dass jede dritte Pflegekraft häufig darüber nachdenkt, diesen Beruf aufzugeben und eine andere Tätigkeit anzufangen? Und dass mehr als 3 von 4 daran zweifeln, dass sie diesen Beruf wirklich bis zur Rente durchhalten können. Und dann auch Corona. Da wurdet ihr vom Balkon beklatscht. Aber selbst die Corona-Prämie für Intensivpflegekräfte kriegt die neue Bundesregierung nicht mehr in diesem Jahr hin, weil sie sich nicht über die Verteilung einigen kann. Und ich sage, jede und jeder, der in diesen Zeiten in der Altenpflege, im Krankenhaus oder in einem mobilen Pflegedienst arbeitet, hat diese Prämie nach 21 Monaten Pandemie mehr als verdient. Und was macht unsere Landesregierung? Was macht Karl-Josef Laumann? Statt für mehr Auszubildende, für die Rückkehr von Berufsaussteigerinnen und für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, kommt er jetzt mit der Pflegekammer mit Zwangsmitgliedschaft um die Ecke, deren Nutzen fraglich ist. Übrigens sind neben der CDU auch FDP und Grüne ganz große Fans der Pflegekammer mit Zwangsmitgliedschaft. Die SPD im Landtag hat sich zumindest für eine Vollbefragung der Pflegekräfte vor der Gründung der Kammer ausgesprochen, was garantiert ein erster Erfolg eurer Proteste ist. Und ich hoffe sehr, dass sie sich auch nach der Landtagswahl im Mai noch daran erinnert. Wir als Linke, wir haben am letzten Wochenende unser Landtagswahlprogramm verabschiedet. Und da stellen wir uns ganz klar an eure Seite und fordern, die Einrichtung der Pflegekammer in NRW zu stoppen. Es wird ja immer versprochen, eine Pflegekammer würde die Pflege aufwerten und sie auf Augenhöhe zu den anderen Berufsgruppen bringen.
Wäre es dann nicht viel naheliegender, die Pflege durch mehr Kompetenzen aufzuwerten und die 5 Millionen Starthilfe für das Kammerprojekt, die die Landesregierung rausgehauen hat, direkt in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu investieren? Wir kritisieren, dass eine Pflegekammer keinerlei Einfluss auf die Arbeitsbedingungen hat, das aber behauptet wird einfach. Und sie hat keinerlei Möglichkeiten für bessere Bezahlung und Mitbestimmung am Arbeitsplatz zu sorgen. Das kann nur eine Gewerkschaft und die ist auch nur so stark, wie ihr sie macht. Und deshalb empfehle ich allen, die heute hier sind und die das noch nicht sind, Mitglied bei Verdi zu werden und da auch aktiv zu sein. Denn einen Finger kann man brechen, eine Faust kann man nicht brechen. Eine Pflegekammer kann auch keine Interessenvertretung für die Pflege sein. Denn die Interessen der Eigentümer großer privater Pflegedienste oder von PflegedirektorInnen von Krankenhäusern, die vor allem möglichst viel Arbeitsleistung zu möglichst geringen Kosten haben wollen, können niemals mit denen ihrer Angestellten übereinstimmen, die lieber weniger arbeiten und dabei gut verdienen wollen. Ist doch logisch, oder? Für die Pflegekräfte bedeutet die Kammer vor allem mehr Bürokratie, zusätzliche Kontrollen und eine Verpflichtung zu Weiterbildungen, die wahrscheinlich dann für die meisten auch noch weniger Freizeit bedeuten. Und dafür sollt ihr dann auch noch mindestens 120 Euro Beitrag im Jahr zahlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, dazu sagen wir ganz klar Nein. Was wir stattdessen brauchen, sind mehr Pflegekräfte, bessere Arbeitsbedingungen und eine deutlich bessere Bezahlung. Die Pflege braucht feste und verbindliche Tarifstrukturen und zwar auch in den privatisierten und auch in den kirchlichen Häusern. Tariflöhne für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sofort mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt. Eine gesetzlich festgelegte Personalbemessung für Berufe im Krankenhaus und in den Pflegeeinrichtungen muss zugleich verhindern, dass höhere Löhne in den Einrichtungen nicht zu weniger Personal führen. Und deswegen ist es gut, dass die Ampelkoalition jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart hat, die PPR 2.0 verbindlich einzuführen. Dafür haben wir als Linke uns ganz lange stark gemacht. Aber man muss eben auch an die Fallpauschalen ran und die nicht nur an einer Stelle wieder aufweichen, die gehören weg. Das ist einfach das falsche Instrument zur Finanzierung der Krankenhäuser. Denn wer den Pflegenotstand beenden will, der muss die Profitlogik im Gesundheitswesen zurückdrängen. Und er muss den Bedarf der Menschen als Pflegende und als Patientinnen und Patienten und als Menschen mit Pflegebedarf in den Mittelpunkt stellen. Und da kann ich Michael nur zustimmen. Gute Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sie muss als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge auskömmlich finanziert werden. Gesundheit ist keine Ware. Und in Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben die Kolleginnen und Kollegen über Abstimmungen mit klarem Ergebnis die Pflegekammern abgewählt. Und wir in NRW, wir schaffen das auch. Ihr habt die Kraft dazu, ihr habt den Mut, ihr habt die Solidarität so vieler Menschen, die mit euch gemeinsam dafür kämpfen, dass ihr eure gute und wichtige Arbeit endlich unter besseren Bedingungen leisten könnt. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir in diesem Kampf an eurer Seite stehen, euch nach Kräften unterstützen werden. Nein zur Pflegekammer in NRW.